Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ja, Sie sehen, neben absoluten sportlichen Höchstleistungen von, bis auf wenige Ausnahmen, sehr gut aussehenden englischen Top-Athleten, erwartet uns heute in der Arena ein mysteriöser grüner Tisch. Das ist ja interessant. Schauen wir doch mal, was es damit auf sich hat. Die Tür öffnet sich und ein Kandidat tritt ein. Ach, es ist eine reizende alte Lady mit Marmelade und Weißbrot. Endlich mal keine Gestalt aus der Man vs. Fly Hackfressenfabrik. Eine Brise der guten alten Zeit weht durch die Arena. Gott, sieht die Oma niedlich aus. Und so sauber. So eine hätte man auch gerne zu Hause neben dem Kamin, bevor es dann schließlich ins Heim geht. Die Gute heißt Dorothy Pickleswick. Sie kommt vom Fraueninstitut, sie mag Weißbrot, süße Himbeermarmelade und den Film Scarface. Besonders die Schlussszene, das Massaker mit dem Granatwerfer. Alles in allem eine Bilderbuch-Omi. Aber sie ist ja nicht aus Dekorationsgründen hier. Sie will gegen diese Fliege antreten. Camilla Guerrieri. Sie ist Mitglied der Cosa Nostra und sie liebt die Marmelade, die aus den Venen ihrer Feinde fließt. Schön. Dorothy checkt gerade ihre Ausrüstung und will noch was sagen. Is there any room for one of us in this room? One of us is gonna die, and it's not gonna be me. Naja, heute vielleicht nicht, aber allzu lange wird das ja wohl auch nicht mehr dauern, ne? So, die Fliege macht sich startklar. Sie ist raus und jetzt wird die Hexe mit dem Silberdutt anfangen, ihre perfiden Marmeladenfallen zu schmieren. Eine Hälfte, um die Fliege anzulocken, die andere Hälfte, um zuzuschlagen. Ich habe nur den Eindruck, sie geht davon aus, dass die Fliege sich direkt brav auf ihre frisch geschmierte Falle hockt. Ein bisschen bewegen muss sie sich da schon bei der Jagd. Aber sie scheint ja gar keinen Plan zu haben. Die kriegt ja gar nichts mehr mit. Ich glaube, die weiß noch nicht mal, wo die Fliege ungefähr ist. Steht da wie ein Verkehrspolizist, wenn die Ampel ausfällt. Und jetzt rührt sie in der Luft rum. Hat die sie noch alle? Guck dir das an. Da war jetzt aber ein bisschen mehr Einsatz schon gefragt. Ja, wenn sie hier 100 Pfund mitnehmen will, ist ja lächerlich. Die Fliege weiß sofort, was läuft, düst jetzt in großen Schleifen durch den Raum und müsste das hier eigentlich ganz locker gewinnen. Gegen so ein verstrahltes Wrack, da hat jede Fliege eine Chance. Doch nicht jetzt! Unfassbar, liebe Zuschauer. Auf der anderen Seite, wie blöd muss man als Fliege eigentlich sein, bitte? Da hatte sie die Geleestullen über 56 Sekunden lang ignoriert, um es sich dann zur Unzeit darauf bequem zu machen. Da konnte Dorothy gar nicht mehr verfehlen. Warum sie dann allerdings eine gefühlte halbe Stunde mehrfach kontrolliert, ob die Fliege wirklich hinüber ist, das weiß wieder nur sie. Ja, und was sie da Krankes mit ihrem Kopf macht danach, das wohl auch. Gut, liebe Zuschauer, ich hoffe, Dorothy guckt jetzt nicht noch fünfmal nach. Nein, sie verabschiedet sich wie ein Showprofi und schiebt endlich ihren alten Hintern aus der Arena. Ihre labbrigen Weißbrotscheiben und die schmierige Himbeerschlotze hätte sie allerdings mitnehmen können. Das frisst hier garantiert keiner mehr. Damit sage ich Tschüss, ihr Peter Rütten, im Auftrag von Tele 5.